Hallo YouTube, Stelle der Angler hier. Heute mal wieder eine kleine Exkursion zum Niederrhein. Heute was ganz Besonderes. Wir angeln nicht auf Aal, wir angeln nicht auf Zander. Around angeln. Mit dabei der schreckliche Ralf. Servus. Möchtest du etwas sagen? Nee, ich muss fahren. Ich will ans Wasser. Ralf muss fahren, Ralf will ans Wasser. Wir melden uns, wenn wir da sind. Bis später. Freunde, wir sind am Spot angekommen, klitschnass geschwitzt, ne? Wir haben 30 Grad draußen, wir sitzen jetzt schön im Schatten, Ruten sind drin, schreckliche Ralf ist hochmotiviert, er sagt, es riecht nach Wels. Wels. Die Welse, die großen, fange aber ich. Aber der fängt auch welche. So reicht mir. Ja, so reicht ihm. Der letzte Wels, den wir hier gefangen haben, da hatte ich 3 Tage Muskelkater. Ein Quatschkopf, ah, der quatscht noch. Ja. Ja, wir hoffen, dass wir euch gleich einen schönen Fisch präsentieren können. Machen noch ein paar Aufnahmen von dem Spot hier. Ihr werdet euch mal ein Bild einblenden von dem tollen Wels. Ist im Intro. Den seine Tochter gefangen hat. Die konnte ihn ja nicht festhalten. Musste ich den halt rausholen. Der ist halt so, ja. Was soll man machen? Ja, wie gesagt, ich zeige euch gleich noch ein bisschen was vom Spot hier, wo wir hier sitzen. Wir sitzen wieder alleine auf dieser Seite, die andere Seite ist wieder voll. Das ist auch gut so, weil dann haben wir nämlich unsere Ruhe. Richtig. Fische fangen tun wir sowieso, weil wir fangen immer Fische. Ja. Und? Wir stehen kurz vorm Biss. Wir stehen kurz vorm Biss. Ja, sowieso, ne? Immer. 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 So sieht das aus. Ja. Bis später. Der Wurm ist halb runtergezogen. Nix. Ist egal, wir angeln einfach weiter. Etwas Schönes ist passiert. Ralf hat seinen ersten Fisch und wir haben einen Fisch. Ein Fisch. Der Fang des Tages. Ist ja ungefähr genauso lang wie... ja. Wir wollen da nicht drüber reden jetzt. Petri Hall. Petri, Dank. Gerne. Wir haben einen großen Fisch an der Angel. Da geht was. Da geht was. Ich hole mal den Peter bitte. Da.
meine Kamera so oder so. So, dann nehmen wir es mal mit hier. Mein Gott. So, und dann haben wir den ersten Fisch gefangen. Wunderschöner, dicker Brassen. Den setzen wir natürlich zurück, ist nicht der Zielfisch. Aber ist schon mal ein Start. Der Ralf sieht, wie man große Fische fängt, ne? Also, ja. Ja, Freunde, bis jetzt ein schöner, dicker Brassen. Ich würde sagen, es läuft. Der schreckliche Ralf ist in den Schatten gegangen. Der hat seine Käppi vergessen heute leider. Aber ist nicht schlimm. Wir sitzen heute an einer etwas anderen Stelle. Normalerweise sitzen wir weiter stromauf. Ich versuche das mal hier. Da, ja, da hinten. Ich hoffe, man kann das sehen. Da hinten aber noch ein Stück weiter. Aber hier ist auch super. Wir werden uns auf jeden Fall nochmal mit Fisch melden. Hier geht einfach alles. Aal, Zander, Wels, Brassen. Kleine Grundeln. Ja. Was man noch schön sehen kann, ist, da hinten sitzt nicht ein Angler. Da hinten ist nicht eine Buhne frei. Das ist das Geile an den Stellen, wo wir angeln gehen. Wir haben absolute Ruhe. So soll das auch sein. Ja. Ne? Coole Sache. Ja, wir haben jetzt kurz vor 9. Langsam geht die Sonne unter. Ich stehe natürlich genau in unsere Gesichter hier. Der schreckliche Ralf hat sich in den Schatten verpisst. Der ist schlauer wie ich. Auf jeden Fall werde ich jetzt gleich erstmal mit Köderfisch angeln. Köderfisch geht ja immer. Halbe Grundel, standardmäßig. Ja, und dann gucken wir mal, ob wir mal einen schönen Zander dabei kriegen. Schonzeit ist wie gesagt vorbei. Wir können also alles mitnehmen. Ja, oder ein Wels, ne? Ein Wels wäre auch geil. Aber wie gesagt, wir gucken mal. Bereite schon mal den Kescher vor. Der erste, alles gleich da. Ja, die Sonne ist jetzt hinterm Horizont verschwunden. Wir haben die linke mit Tauwurm, die rechte mit Köderfisch. Wir stehen beide kurz vorm Biss. Das wird was. Das wird auf jeden Fall was werden. Und wir melden uns auf jeden Fall wieder, wenn der erste Fisch hängt. Wird natürlich auf meiner Route sein. Der zweite auch, der dritte auch und dann kriegt er einen, aber ansonsten Petri Ei, ne? Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja. So, der Ralf hatte den ersten guten Biss auf Tauwurm. Das hat ordentlich in der Route gezuckt. Und dann hoffen wir mal, dass man dranhängt. Was sagst du, Ralf? Ne.
Aber Wurm scheint der Bringer zu sein, oder? Wurm ist gut. Ja, aber war nichts. Nächster Versuch und dann klappt das wieder, Ralf. Natürlich. Da ruppt es schon wieder beim Ralf. Die Rute ist gerade drin. Zack, zack. Und diesmal hängt auch ein Fisch. Der hängt. Jetzt brauche ich was größer. Brauchst du Kescher? Ralf ist am Drillen. Das ist krumm. Und was haben wir da? Ein Wels. Ein kleinen Wels. Ja, Petri. Vielen Dank. Schönes Tier. Auch dieser schöne kleine Wels. Wieder. Kommt in den Räucherofen. In den Räucherofen? Der kommt in den Räucherofen. Der kommt in den Räucherofen. Ah. Geh mal nah ran. Schaut ihn euch an. Da haben wir das schöne Tierchen. Herrlich. Petri, den Fänger. Petri, Dank. So kann es weitergehen. Wunderschön. Haben wir doch noch mal einen Fisch an Band gekriegt. Ich glaube, der finde ich mal ganz schlecht. Der Ralf ist am Drillen. Wir wissen nicht genau, was das ist. Es ist wieder ein Wels. Der Petri, Ralf. Ist heute der Welsmeister. Etwas größer wie der andere, würde ich sagen. Aber immerhin, ne? Die Räuchertonne wird voll. So. Schöner Wels, ne? Klein, aber er schönes wird schmecken. Tier, Ralf, Petri. Petri, Dank. Er wird schmecken. Ich zoome mal ran hier. Ticken größer ist er. Hängt der Bursche. Ja, sauber. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Das sind die, die uns ärgern. Ja, das sind die, die uns ärgern, auf jeden Fall. Ey. Petri nochmal. Danke. Na Freunde, wir sitzen wieder im Auto. Wir haben jetzt abgebrochen. Einen dicken Brassen, zwei kleine Welse. Die Welse zeigen wir euch nachher noch, wenn wir wieder zu Hause sind, wenn die ausgenommen sind, wenn alles fertig gemacht ist. Ja, war ein gelungener Abend. Die Aale wollten überhaupt nicht. Aber ist egal, wir haben ja andere Fische gefangen. Und möchtest du noch was dazu sagen? War ein geiler Abend. War ein geiler Abend, sagt der schreckliche Ralf. Ja, wir sehen uns ja nachher nochmal. Ja Freunde, da seht ihr die beiden Tiere nochmal. Zwei schöne kleine Welse, geräuchert eine wahre Delikatesse. Ja, dann gehen wir nochmal zum glücklichen Fänger. Toller Abend, toller Fang. Läuft. Läuft. Und bald wird geräuchert. Und bald wird geräuchert. Bis dann. Schöne Tage. Thank you.